Ein herzliches Willkommen zurück zur Folge 16 TSW4, der Danny spielt das. Wir haben heute hier auf der, oder ich bin mit euch hier auf der Strecke Main-Spessart-Bahn Aschaffenburg Hauptbahnhof hingekommen, beziehungsweise hingegangen, hingespeed, wie auch immer, und habe natürlich Folgendes vor, und zwar soll ja bald die neue Strecke Main-Talbahn erscheinen, die dann hier weitergeht, und ich habe mit euch vor, heute mal die Strecke ein wenig abzufahren. Und zwar werden wir dafür erstmal einen Zug spawnen. Und zwar brauchen wir dafür einen Dieselzug, weil da die Oberleitungen aufhören. Und können wir doch die 612 ganz gut nehmen, würde ich sagen. 628 oder 612. Was sagt ihr? Nehmen wir die 628. Die lassen wir dann einfach mal hier erscheinen. In Mintgrün. Steigen ein. Setzen wir uns auf unseren Platz. So, da müssen wir natürlich eine Route setzen. Das machen wir hiermit. Gehen dann hier hin. Würde ich sagen. Hier auf dem Abstellgleis. Ja. So. Jetzt haben wir grün, jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir auch die Weichen richtig gestellt haben. Das sieht doch soweit gut aus. Ich fahre auf jeden Fall hier rum. Darum. Hier brauchen wir keine Weichen stellen. Das sieht doch eigentlich gut aus. Ja, doch, das sieht gut aus. Dann können wir das schließen können. Noch ein paar Fahrgäste aufnehmen, wenn wir Lust haben. Dies müssen wir natürlich erstmal. Haben wir die Türen jetzt geöffnet oder geschlossen? Geschlossen. Das wollen wir natürlich. Ach, das sind natürlich links entriegeln. Genau. Wunderbar. So, in der Zeit können wir unser Fahrzeug noch ein wenig aufrüsten. Natürlich müssen wir natürlich als erstes mal hier den Schlüssel einstecken, sonst funktioniert es eh nicht. So. Müssen noch ein paar Lichter, können wir noch ein Spitzensignal machen wir auch reduziert. Führerstandsbeleuchtung auf 1, Zuglichter auf 1, Instrumentenbeleuchtung 1, Startschalter auf 1, Espresso auf 1, Luftpumpenführerbeleuchtung. Ja, ist jetzt glaube ich nicht ganz so wichtig. Spiegel machen wir automatisch und lassen wir aus. Das brauchen wir auch nicht. Da würde ich sagen, das müssen wir soweit. Das müssen wir noch auf Spitzensignale machen. Wir machen natürlich die Zugsicherungssysteme ein. So, da würde ich sagen, sind wir abfahrbereit, oder? Können die Türen schließen? Müssen sich jetzt schließen. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. Das ist der Fall. Dann würde ich sagen, los geht's, lösen die Bremse. Und fahren langsam ab. Wunderschön, wunderschön. So, können Sie befreien. So, 40 fürs Erste. Dann fahren wir einfach mal in die Richtung. Und natürlich die Sie fahren.
So, 40 haben wir erreicht. Sogar schon ein kleines Stückchen zu schnell hier. Wunderschön. Wir könnten vielleicht sogar noch. Fast den Zwang so kassiert. Aber gerade noch rechtzeitig abgefangen. Ne, Zielanzeiger können wir glaube ich gar nicht einstellen. Wie ich das sehe. Egal, dann lassen wir das. Mit dem SIFA. Fahren wir durch den kleinen Tunnel. Ist gleich wieder Sache, beziehungsweise angesagt. So, befreien. Das wird sich aber wahrscheinlich nicht lange halten, weil schon das nächste quittierpflichtige Signal kommt. So, das ist nämlich auch so ein Punkt, ihr müsst natürlich darauf achten, wenn ihr mit einem Zug erzeugt und eine Route setzt, dass ihr natürlich darauf achtet, wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug nehmt, was mit Strom fährt, beziehungsweise ein E-Lok oder E-Triebwagen, dass ihr da noch eine Strecke nehmt, wo Oberleitungen vorhanden sind. Ja, wenn ihr natürlich eine Strecke nehmt, wo dann auf einmal die Oberleitung aufhört, dann könnt ihr die Strecke nicht setzen, also die Route nicht setzen, weil er natürlich keine Oberleitung vorhanden sind und der Zug dort nicht fährt. Müsst ihr natürlich darauf achten und dann im Zweifel auch einen Dieseltriebwagen oder einen Diesellok nehmen. Also sprich die 628 oder die 612. Oder halt eine amerikanische Diesellok oder englische, je nachdem, wie ihr Lust habt. Aber schon genommen. So, jetzt geht sie gleich. Ja. Wir fahren jetzt Hafenbahnhof Nebengleis 09. Das ist unser Abstellgleis sozusagen. Hier soll dann halt die Maintalbahn entlang führen. Viel zu schnell, viel zu schnell. Zugsicherungssysteme mache ich jetzt mal aus, weil wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vorführfahrt für euch. Kein wirkliches Szenario in dem Sinne. So, wir sind da. Da ist der Abzweig. Der dann nachher verlängert wird, erweitert wird. Können wir da gleich mal anhalten. Wieder auf die Schnelle hier.
nähern uns dem so langsam. Geht hier aber ein bisschen bergab. So, wie weit sind wir denn? Ein Stück noch. Ist das hier schon? Ja. Bleiben wir hier mal kurz stehen. So, steigen wir mal kurz aus, weil ich habe nämlich mal ganz kurz was vor. Meine, ich bin selber eingesperrt hier oder was? Gibt's doch gar nicht. Steigen wir mal kurz aus hier. So, da ist dann halt die Abzweigung, die dann vervollständigt wird bzw. erweitert wird, der Main-Talbahn. Wir müssen jetzt auch gleich irgendwann dann die Gleise aufhören. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich laufen kann, um eine. Also wie gesagt, hier geht das dann weiter. Hier ist dann hier runter und dann geht das hier halt weiter. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da mal zurück. Ihr könnt euch das, glaube ich, ungefähr vorstellen. Und so eine Erweiterung wünsche ich mir natürlich auch auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten von Essen Hauptbahnhof in Richtung Bottrop, Gladbeck und so weiter. Wenn das kommen würde, das wäre wirklich sehr, sehr schön. Ich habe nämlich mal was vor. Ich habe was vor mit euch. Das machen wir jetzt auch. Gehen wir schnell den Weg zurück hier. Vielleicht geht das ja. Dass hier das Stück fahren. Und da muss ich natürlich auf das andere Gleis drauf. Das wäre jetzt natürlich super, wenn das gehen würde. Moment, ich kann doch. Warum laufe ich denn zurück? Ich verloren. Ich kann doch da einfach ein. So, wir nehmen wieder die 628. Diesmal nehmen wir sie aber in OR. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie?
So. Ach, jetzt sucht man sie. Wunderbar. Steigen wir mal ein. Schließen die Tür, beziehungsweise machen wir gleich. Rüsten wir mal schnell auf. Und zwar zack, zack. Schließen wir schnell die Tür. Lösen die Bremse und dann ja, was ist denn jetzt? Warum willst du nicht? Fahren doch, oder nicht? Muss natürlich noch eine Route setzen. Moment mal. Moment mal. Genau, da will ich hin. Gucken, ob das geht. Ja, fahren wir da einfach mal hin, würde ich sagen. Lösen die Bremse. Bekomme ich denn jetzt keine Leistung? Gibt's das? Na egal, dann lassen wir uns rollen. Lass uns einfach mal rollen. Keine Leistung, so gar nicht. So, da vorne ist schon unser Ziel. Komm, keine Leistung. Was war ich denn hier falsch? Davon ist auf jeden Fall Ende.
seht. Schon mal ein bisschen langsamer werden. Das rote Signal kommt unmittelbar. So, aber natürlich machen wir jetzt Folgendes. Gucken, ob das geht. Aber hier würde es dann auf jeden Fall weitergehen. Zug spawnen kann. Muss ich natürlich ein bisschen vom Gleis runter, sonst habe ich gleich ein Problem. Ja, schau, wie weit wir kommen. Gucken, wie weit wir kommen. Gucken, wie weit wir kommen. Tja, das geht natürlich nicht. Ende der Karte. Weiter geht's nicht. Dann muss was anders machen. Warum will er denn nicht fahren? Das will mir doch mal einer erzählen hier, ja. Ich verstehe es nicht. Sorry, aber ich verstehe es nicht. Müssen wir halt den anderen nehmen. Dann nehmen wir halt den grün. Ich verstehe es einfach nicht, ja. Das war also das Problem. So, dann wird es hier natürlich immer weitergehen. Mit der Maintalbahn. So, da vorne ist Ende. Gucken, was gleich passiert. Gleisen wir. So, ihr seht da hinten schon das Stück.
Da wird schon was, ja, wie soll ich sagen? Ist das schon der Bau, der weitergeht der Hinweis für die Maintalbahn? Kann man da drüber fahren? Soll ich das mal versuchen? Versuche das einfach mal. Mehr als den Gleisen können wir nicht. Sind ja Gleise vorhanden, die sind noch nicht ganz sichtbar. Das ist ja jetzt der Wahnsinn. Ich versuche es einfach. Was soll ich sonst tun? Ich versuche es einfach. Einfach versuchen. Gucken, was passiert. Bisschen langsam. Leute. Komm, du musst es nur bis hierhin schaffen. Komm schon, mein Kleiner, du schaffst das. Da sind doch wieder Gleise. Leute, wohin fahren wir? Ist das schon der Beginn der Maintalbahn? Ist das schon ein kleiner Hinweis? Wie weit können wir fahren? Sind wir überhaupt noch auf der Karte? Nein. Wir sind offiziell nicht mehr auf der Karte. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß auch nicht, wie weit wir fahren können. Wir fahren einfach. Solange wir fahren können, fahren wir. Aufschalten hier. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber irgendwo sind wir. Ich glaube, wir hören die Gleise auf. Wenn wir abstürzen, was passiert jetzt? Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Szenario, würde ich sagen. Aber ihr habt es gesehen, das wahrscheinlich schon, ja, der Beginn der Beginn von der Maintalbahn, würde ich jetzt einfach mal tippen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da nähere Informationen habt. Wenn euch dieses kleine, hübsche Szenario gefallen hat, ein etwas anderes, wie ich finde, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.